Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Trails Evolution. Jetzt geht's weiter mit der tiefsten Provinz, ja. Und wieder mit der 250-Kubik-Maschine. Habe eben jetzt noch ein paar schwierigen Maps gezockt im anderen Part. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, schaut einfach nochmal in der Playlist vorbei bei Trails Evolution. Und wie immer, danke fürs Einschalten. Dann ist schon wieder so ein Fick-Hindernis, ja. Bald beginnt auch wieder die Trainingssaison, was meiner Meinung nach viel zu spät ist dieses Jahr. Aber auch dieses Jahr sind auch die Dinger irgendwie länger hinten, habe ich jetzt so vom Gefühl. Aber Bayern fängt bald wieder an zu trainieren. Wieder. Ich hoffe, dass sie. La la la. Und bald. Schule. Der Kollege.
Du weißt schon, was ich meine. Mühle und. Wie heißt's? Schach kann ich auch gut. Mensch, ärgere dich nicht, habe ich eben gerade gesucht. Das war es, wo gefehlt hat. Aber Mensch, ärgere dich nicht spiele ich auch, aber da bin ich nicht so gut drin. Alter. Upp. So. Ich spiele gerne Brettspiele oder Kartenspiele wie Rummy oder was ist Schwimmen oder Skat, keine Ahnung. Skat kann ich nicht. Ist vielleicht lernbar, ich weiß es nicht. Skat, ne. Poker spiele ich gern. Poker, Poker, Poker. Upp. So, da haben wir sie auch schon, jawohl. Die Hindernisse. Ach, ich muss da oben drüber. Jetzt ist es mir erst aufgefallen. Meine Hunde bellen gerade, wenn ihr sie jetzt hört. Tut's mir leid. Aber die müssen ja auch mal irgendwie hier ihren Frust rauslassen, ja? Also ich sag immer, Hunde bellen, weil sie sich unterhalten oder irgendwie sich streiten. Alter. Kann man da ins Wasser fahren? Nee, da geht man unter. Da muss man vielleicht ein Stück zurückfahren. Was hältst du denn da davon? Ja, aber es klappt irgendwie nicht. So. Das darf ich da noch nicht fehlen. Failen. Mann! Oh, endlich. So, da haben wir die Map auch abgeschlossen. Mit 60 Fehlern und 3 Minuten 29. Super Leistung. Bazarrennen kommt jetzt als nächstes. Auf dem Bazar wird gerennt. Was sind eigentlich so eure Traumreiseziele oder Traumstädte, wo ihr gerne mal hingehen möchtet, oder Traumfreizeitparks. Ich persönlich finde, Deutschland hat nicht so schöne Freizeitparks, ja. Die gefallen mir irgendwie nicht alle, weil vielleicht auch zu viele Deutsche dort sind oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich irgendwo im Ausland oder keine Ahnung, finde ich die Freizeitparks schöner. Oder spannender oder actionreicher, sage ich jetzt mal. Vielleicht hat auch Deutschland nicht so die Möglichkeiten, da so zu Achterbahnen zu bauen oder was weiß ich. Keine Ahnung, vielleicht sind die noch nicht so weit. Aber ganz persönlich finde ich, Disneyland war ich auch schon oft. Wo ich gerne mal hin möchte, ist nach Disney World. In Amerika, das größte Disneyland. Alter, schaffst du es nicht übers Fass? Soll ich dir helfen? So, jetzt vielleicht. Besser. Wo ist denn hier ein Bazar? Jetzt sehe ich erst den Bazar mit den Kürbisse. Mit der Kerbisse, sagt man bei uns. Kerbis. Kerbis heißt es bei uns, keine Ahnung. Ich kann es euch mal buchstabieren, wie bei uns Kürbis, also Kürbis wie der Kürbis geschrieben.
Und bei uns heißt im Dialekt Kürbis K-E-R-W-S-E. Nee. K-E-R-W-E-S. Kürbis heißt es bei uns. Ja, Kürbis. Gibt's an Halloween, aber nicht zum Essen. Esst die Kürbissuppe oder so? Ich esse es jetzt nicht so. Also Kürbis ist zu gesund. Es gibt ja Leute, die essen Kürbis. Ich esse vielleicht Kürbiskerne. Kerne. Mit so Zucker und so drauf. Weißt du, ich meine, wenn man das so andünstet. Heißt nicht gebratene Mandeln? Nee. Doch, das gibt's auch, aber da gibt's noch sowas. Ihr wisst schon was, ich meine, auf so Kirmes oder so. Oder auf Jahrmarkt. Alter. Wupp, endlich, endlich. Ich drehe am Rad, Jungs. Milk Fanta ist. Achso, ein Freund von mir. Alter, jetzt habe ich da gefailt oder was, sagst du? Nochmal gefailt. Ich bin schon bei 50 Fehlern, liebe Abonnenten. Jetzt schon bei 52, Mann. Alter, das gibt's doch gar nicht. Warum ist denn das zu steil für den Rotzkollegen jetzt? Aber nein, nein. Da kann er nicht bremsen, Junge. Jetzt aber. Nein. Warum gehst du denn dann immer zurück? Du musst doch weiter voran. Du kannst doch nicht weiter zurück. Alter. Ist es möglich? Ist es möglich? Meine Fresse, ey. Wieso kommt denn der da jetzt nicht hoch, ey? Bei den leichtesten Hindernissen. Yo, ist klar, Alter. Ich hau dir gleich die Birne ein. Bei so Hindernissen könnte ich kotzen, ja? Wo du dann ewig musst probieren und... Wieso kommt der da nicht hoch, hä? Vielleicht mal mit dem Vorwärtssalto, ich muss jetzt mal aus testen. Ja, da kommt er ganz vor mit dem Vorwärtssalto, ist klar. Ist klar. Mann! Ich kotze dir gleich ins Essen rein, Junge. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich, oder?